Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück hier auf der NF Marsch mit ganz vielen Helfern am Start hier. Ja, es läuft, aber es läuft. Die 78, die sind da auch fleißig, die beiden Drescher und die beiden Abfahrer. Also, das brauchen wir uns normalerweise so jetzt eigentlich gar nicht drum kümmern oder so. So, was mich nur ein bisschen nervt, ist es immer hier. Das ist natürlich jetzt ja, Performance-Frist, ne? Aber ich kann es leider nicht ändern. Ne? Es ist. Ich würde. Im Endeffekt ja, würde ich ja ganz gerne auch. Mit ein paar weniger Helfern, ne, hier arbeiten. Aber wenn wir jetzt mal so durchgucken, ist ist auch nicht mal allzu dolle, ne, was, also es wird sich schon es wird weniger. Aber gut, das hier wird jetzt mal so bleiben, ja. Dann haben wir hier noch den Meer, der ist ja auch fast damit durch, würde ich fast sagen. Also, das sind ja nur so ein paar Bahnen, die er jetzt hier nur machen muss. Dann, da ist denn der Ballenpresser, da ist, der Meer, hier ist einer am Grobbahn, ja. Also, von den 6 CP-Fahrern. Also einer wird auf jeden Fall, also mein hier, ne? Der GCB ist auch nicht mehr allzu lange zugange da. Ja, die Viecher, die hier oben sind, die werden natürlich erstmal bleiben, ne? Das mit dem Meer. Ah, der wird auch noch ein bisschen. Ja. Schauen wir mal. Bevor wir jetzt hier aber den Wagen wegfahren, wollte ich gerade sagen, den Wagen wegstellen. Ah, ich glaube, wir schmeißen einmal hier quasi in den Kuhstall. Denn er ist auf jeden Fall noch quasi in den Kuhstall. Weil der Ding war ja auch wieder voll, ne? Aber da denke ich auch mal, das wird der ganze Wagen bitte auch reingehen. Ja, schön ist es natürlich echt nicht, ne? Das ist wirklich, ich denke mal auch, das wird zum Angucken auch nicht so schön sein. Versuche es auch ja so irgendwie zu vermeiden, dass es nicht ganz so stark, sage ich mal, ruckelt. Aber wo wir schon mal hier sind, ne? Also für die nächste Woche, beziehungsweise nicht die nächsten, sondern eben für die für den Livestream am Sonntag natürlich.
Da würde ich tatsächlich dann auch den. Ist natürlich hier natürlich doof, dass die Straße hier durchgeht, ne? Wäre natürlich mega geil, ne? Es wäre ja mega geil, wenn wir den zweiten Kuhstall im Endeffekt. Ja, gut, dann wäre der Kuhstall gespiegelt hier auf dem. Ach, sag schnell hier. Wenn wir jetzt hier Tiere nehmen, Kühe. Was ich hier natürlich ein bisschen blöd gemacht habe, ist, dass ich jetzt den genommen habe, anstatt den. Das wäre jetzt ja der mit dem automatischen Füttern. Obwohl, da haben wir nochmal den, der Nummer größer. Der ist aber jetzt im Endeffekt nachher zu groß. Ich glaube, wenn wir den hier jetzt nehmen. Und in der Theorie hatte ich mir das jetzt so gedacht. Ich hatte es mir ja nun so gedacht, dass man den denn so hinstellt. Könnte man theoretisch machen? Würde man den Weg, könnte man ja wegmachen, ist ja nicht so schlimm. Auch die Kurse und sowas, die denn da gebaut, die ich da schon gebaut habe, kann man ja, sag ich mal, umbauen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber so wäre jetzt meine Idee. Das heißt, dann hätten wir zwei Kuhställe, die sind dann zwar eben gespiegelt, ja, ist mir klar. Aber hier, ja. Ich sehe auch gerade, so viel Geld brauchen wir für den Kuhstall gar nicht, ne? Das ist wahrscheinlich der hier große Kuhstall, der so teuer ist, ne? Weil der kostet doppelt so viel, ja. Ne, ja, nicht ganz. 620, und der kostet dann. Selber, wenn man das denn so hinbauen würde, das wäre perfekt, oder? Darum habe ich ja auch gesagt, weiß nicht, glaube ich, auch sogar in der letzten Aufnahmesession, wo ich davon erzählte hier, dass hier auf dem, ne, auf den Feldern am Hof, dass man da, glaube ich, jetzt nicht großartig was anpflanzen oder, ne, irgendwie, ne, was schon drauf sehen oder Bodenproben nehmen oder sonstiges. Weil es denn eh nicht, was sowieso dicht gebaut wird. Siehst du, der ist fertig. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, den Kurs habe ich auch gespeichert. Der ist schon gespeichert. Also, das können wir nochmal gucken. 31 ist gespeichert. Den anderen habe ich also gelöscht. So, darum, dann können wir hier auch rausschmeißen, ist nicht so schlimm. Dann schicke ich den schon mal zum Hof zurück, würde ich mal sagen. Ja, das wird natürlich hier. Ja. Oh, den Drescher hier müssen wir im Auge behalten, damit er nicht hier. Obwohl, gut, den würde er ja. Er sagt ja Bescheid, wenn er fertig ist. Gut, das finde ich so schlimm. Oh, gut, die Hälfte hast du ja auch schon geschafft. Sehr gut. Achso, der ist abladen gewesen. Und der fährt jetzt abladen. Es ist natürlich jetzt doof, ne? Es ist keiner da. Also irgendwie hat der LKW heute eine Macke. Ich meine, ich habe ja schon, ne, Dreiachsgespann, jetzt ist er ja nun auch schon vor.
Ist der jetzt immer noch zu schwer oder? Muss jetzt hin zum Bahnhof, ja. Wenn das jetzt der Tempomat auf 30 steht, interessiert ihn ja auch ein Scheiß, ne? Wenn man so schnell fährt, ehrlich, ne? Also. Also irgendwie stimmt hier irgendwas nicht. Also er lenkt und dann werden wir hier nochmal eben. Dann müssen wir hier nochmal die Kurvengeschwindigkeit runternehmen, ne? Aber nur weil er runter geht ja gar nicht. Ist ja auch. Ist mal wieder so eine Frage, wo er jetzt lang fährt. Warum fährt er jetzt so langsam? Ist auch wieder. Wagen über Fragen, ne? Na gut, ich würde mal sagen, dass wir das so stehen. Jetzt den fährt er jetzt auf jeden Fall. So. Das hier. Spannend können wir jetzt ja schon mal wieder einparken. Schon lustig, ne? Das sehe ich jetzt gerade. Der Schlepper ist sauber, das hintere Mähwerk ist sauber, das vordere aber nicht. Also diese Wascheinheit da vorne, naja, lässt auch irgendwie zu wünschen übrig, könnte man sagen. Also wenn ich jetzt wüsste, ne, welche Klöppe man da jetzt drücken muss, damit hier damit man das Ding ein bisschen frisiert. So wie es natürlich bei dem Dean Werner ist. Wo ich ja auch ganz stark von ausgehe. Aber dann hätte ich das schon längst gemacht. Ich sage ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich irgendwie sind es einfach nur noch ein paar Zahlen umschreiben. Man muss aber ja auch genau wissen, ne, was du da umschreibst. Seemaschine wieder da dran. So. Werden aber das gespannt erstmal eben einmal. Mal wieder wegfahren. Ah, es hat sich schon mal so ein bisschen entspannt. Ne? Das ist jetzt hier, ne? Ein hier Fahrer weniger. So.
Na, geht das dicke Scheibe? Na, das geht natürlich auch. Ne, das geht nicht, ne? Ja, ist egal. Oh, Entschuldigung. So, was haben wir hier denn drin? Weizen. Wir haben im Lager. Weizen ist ein bisschen drin. Wir haben Gerste drin. Wir haben Hafer drin. Raps brauchen wir. Also, wir können Sorghumbeete noch machen. Wir können auch Sonnenblumen, können wir mit der hier nicht. Soja, Mais. Ja. Wir brauchen dann noch mal eine. Zweite Sämaschine, die noch ein bisschen mehr kann. Wir natürlich müssen natürlich mal gucken. Haben wir die? Ach, guck an. Ich weiß doch jetzt nicht genau. Wäre jetzt ja nicht unnötig, die jetzt hier mit reinzunehmen. Weil wir die, weil ich das Platinum sowieso nicht habe, könnte man eigentlich auch mal die hier noch nehmen, ne? Halt auch so eine 12 Meter und kann dann auch alles, ne? Kann, glaube ich, auch alles. Die müsste auch, genau, Sonnenblumen, Zuckerrüben. Mais und so was könnte ich, kann die alles Kartoffeln? Nee, oder? Habe ich da jetzt gerade echt Kartoffeln dahinten gesehen? Wäre natürlich jetzt nicht so, ne? Ich würde jetzt tatsächlich erstmal noch eine Runde Raps machen. Denn, ich überlege jetzt gerade, machen wir das jetzt selber oder? Oh, könnten wir eigentlich, ne? Aber wir haben ja eigentlich eh nichts zu tun. Die anderen haben zu tun. Das läuft, ja. Ich habe zwar jetzt auf den anderen Feldern nicht geguckt, was wir da jetzt schon angesehen hatten, aber wäre vielleicht auch noch ein Vorteil gewesen. Aber gut. So. Passt das oder? So sieht es besser aus. Okay, den würde ich sagen, machen wir jetzt auch erstmal Deckel drauf. Sind wir ja auch schon beim Mittwoch hier, ja. Also beim morgen Donnerstag. Ja, das wird natürlich alles ein bisschen eng mit dem Geld, ne? Ob wir da mit dem Geld vorwärts kommen? Naja gut, sehen wir. Wir haben ja noch ein paar Folgen, ne? Gut. Ich sage wieder danke fürs Zugucken und ja, sehr, sehr gerne morgen wieder dabei sein, ne? Wenn ihr mögt.
Und ich bin dann erstmal raus. Und dann sehen wir uns gerne morgen. Alles klar. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.